Ja, Leute, das war Tag 1 der Umschulung zum Lokführer in der Schweiz. Der erste Tag ist rum, wir haben den 1.10. und heute war eine Vorstellungsrunde via Microsoft Teams. Das konnte ich ganz entspannt von zu Hause machen, ne? Entsprechend bin ich auch noch zu Hause. Und ja, sieht es aus wie im Chaos, weil ich aktuell nur alles ein bisschen packe und die Sachen von Hector nochmal, also das, was übrig geblieben ist, nochmal sortieren und einordnen muss. Also ein Gedöns. Nee, also heute ging es um 10 Uhr los via Microsoft Teams und das war eine ganz schnelle Geschichte von nicht mal 3 Stunden. Ja, also eine allgemeine Vorstellungsrunde. Und dann noch so ein paar grobe Themen, wie so die Ausbildung aussieht und also die Umschulung. Und, ne? Also nichts Besonderes im Endeffekt. Deswegen gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Ja, aber ich habe ja gesagt, es gibt Reviews und wir fangen damit an. Tag 1, 1.10. Jetzt kommt erstmal das Wochenende und am Sonntag fahre ich dann im Zug nach Basel und am Montag um 10 Uhr geht es dann weiter. Dort unten in Basel. Ich bin gespannt und halte euch natürlich entsprechend auf dem Laufenden. Will ich nicht hin. Ich fahre heute First Class. Ich bin jetzt mal kurz auf die Toilette verschwunden, um mit euch zu quatschen. Ich will die Leute ja nicht stören hier im Zug. Ja, wie soll ich sagen? Es läuft nicht geplant. Es läuft nicht wie geplant. Jetzt sitze ich in einem anderen Zug, der später gefahren ist, weil mein eigentlicher Zug ohne mich gefahren ist. Und warum? Bauarbeiten. Tja, wenn der RE7 nur bis Opladen fährt, machst du da auch nicht viel. Eine Scheiße, ich sag euch, eine Scheiße. Ja, Umstieg in meinem Hopper. Ja, das ist der Zug nach Basel dann, ne? Wie soll es auch noch sein? Hier gibt es die erste Klasse. So, Leute. Wir sind da.
weiß nicht, ob ihr das genau seht wegen der Spiegelung, aber wir sind da. Endbahnhof des ICs Basel SBB. Es war zwar eine sehr holprige Fahrt, zumindest der Anfang, Schienenersatzverkehr und Co. Aber die Fahrt mit dem ICE waren dann alle recht gut, muss man sagen. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tja, dann wollen wir mal mit dem Gepäck Richtung Apartment. S3 nach Olten. Und daneben, wenn ich mich nicht ganz irre, ist das der ICN. Schlag mich tot wohin, keine Ahnung, aber ICN ist das. Ja, das ist der Zopf, quasi. Der Bahnhofsvorplatz. Dann wollen wir mal das Apartment suchen gehen. Mensch, sie liegen über Kastanien auf dem Boden, ey. Kannst du kaum laufen. Schweige denn. Den Koffer bewegen, ja. Ja, woran merkt man, dass man in der Schweiz ist? Daran. Das ist tatsächlich jetzt so. Naja, danke. Ne? Velos steht für Fahrräder. Naja, und was soll ich sagen? Der Müll liegt halt draußen, ne? In Säcken. Das ist so gewollt.
So, wir sind da. Jetzt in den Aufzug. Hallo. Gar nicht schwer. Es war klar, dass das runterfällt. Nein! Nicht runterfallen, Tasche. Ich hoffe, dass es nicht kaputt gegangen. Guckt es euch an, Leute. Die ganze Zeit die Tasche nicht runter und jetzt am Ende, weißt du, ist da. Oh, Leute. Da ist mal wieder ein Brett. Oh! Oh, geil, Leute, geil. Voll das Hotelzimmer. Aber voll das Hotelzimmer. Gucktet euch an. Gucktet euch an. Oh, guck mal, Bademäntel. Was ein Bett. Huhu. Tja. Kurz mal weiter gucken. Oh, Mikrowelle mit. Leider schon Bügeleisen. Ja gut, zwei Plattenherd mit Abdruck. Ich muss mich auch alles auf Schäden überprüfen. Geil. Oh, soft close. What? Nicht dein Ernst, das ist eine Scheiß. Das ist die Spülmaschine? What the fuck? Ja, moin. Ich hab gedacht, das wäre der Backofen. What the fuck? Das Ding sah halt aus wie ein Backofen. Oh mein Gott. Was eine Spülmaschine, ey. Jetzt mal ehrlich. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was hier steht, ne? Also hier. Aber das Ding sah doch so von außen aus wie ein scheiß Backofen. Gut, da fehlt dir jetzt das Gitter, aber was habe ich denn dann hier? Oh, Mülleimer. Oh. Und hier müssen dann Töpfe und so was drin. Ach nee, der stimmt, der fehlt ja auch noch. Oh, guckt euch das an. So ein kleines Gefrierfach. Kleines Gefrierfach hier. Mann. Ach, da ist kein Softclose. Gibt ja auch noch Hängeschränke. Der hat wieder Soft Close. Das war's. Sonst keine Töpfe, da habe ich jetzt einfach übersehen. So, gucken, ist hier noch was drunter? Nee. Nee, das wird's gewesen sein. Da ist nur so eine Mini-Pfanne. Gut. Was willst du sonst alles hier haben? Guckt euch das Ding mal an, ey. Richtig professionell sieht das aus. Kurz mal gucken, ob das hier noch irgendeine Funktion hat. Sieht nicht danach aus. Als ob das nur eine Mikrowelle ist. Das Ding muss doch eine Ofenfunktion haben, oder? Oh, da muss ich mich mal auseinandersetzen. Er hat dann halt hier wie auch immer das dann funktioniert.
Das ist, glaube ich, nicht dafür gedacht. Ach, guck dir das an. Guck dir das an. Ja, wie geht jetzt die Abzugshaube an? Hiermit? Nee, das ist nur Licht. Das geht ja automatisch an, hier mit dem Herd. Guckt euch doch mal hier. Oh, Leute. Da geht die hier an. Nee. Na egal, das werde ich auch noch herausfinden. Ja, und guckt euch die Stecker an. Typische Schweizer Stecker. Ja, und ansonsten. Sollen wir hier? Das wird die Klimaanlagensteuerung sein. Denke ich. Oder? Da gibt es bestimmt eine Bedienungsanleitung. Aber das hat hier auch noch. Ah. Ist das eine Klingelanlage? Aber ansonsten, ich liebe diese Duschen, Leute. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Das sieht auch richtig schick alles aus. Oh, da werde ich meinen Spaß mit haben. Da werde ich meinen Spaß mit haben. Und ich muss mir das jetzt genau nochmal alles hier angucken. Ich dachte, wie viele Schalter haben die denn hier? Sind die verrückt? Wie viele Schalter möchten sie haben? Ja. Bitte, alle, Jonas. Riesenbett. Oh, geil. Und guckt euch das an. Zum Thema Stream etc. Hier ist Riesenplatz dafür. Hier passen locker zwei Bildschirme drauf. Haben einen schönen Fernseher. Ich finde das sehr, sehr schick hier, muss ich sagen. Sehr, sehr schick alles. Und wie findet ihr das? Wie findet ihr das Zimmer? Ich habe das. Ich würde nicht sagen das, sondern eher ein anderes. Halt im Internet gesehen. Also wusste ich ungefähr, worauf ich mich einlassen kann. Oder worauf ich mich auch, womit ich rechnen kann. Und ja, es ist ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, es war klar, 16 bis 21 Quadratmeter sollte es sein. Es hat alles, was auf dem, also im Internet zu finden war, hat es halt. Ist jetzt kein Riesenzimmer. Aber es reicht. Für eine Person. Nur zum Wohnen. Hier ein bisschen, ne, an der Ecke hier kann man auch gut lernen. Wenn man noch was machen muss. Muss man halt gucken, wie ich das. Muss ich echt gucken, wie ich das mit dem PC mache. Aber das lässt sich alles irgendwie, es geht alles trotzdem irgendwie. Ich habe mir da gar keinen Kopf drum, ehrlich gesagt. Na, also das wird schon. Das wird schon. Ja, das war meine Fahrt in die Schweiz. Ich bin jetzt hier. Und jetzt geht's hier unten für mich los. Ich bin gespannt. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde mich jetzt erstmal ein wenig einrichten. Minimal, weil dann heißt es auch schon ins Bett. Damit ich morgen zeitig aufstehen kann. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.